Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe steht unser Streckentestformat RTDS an und wie immer verlieren wir keine weitere Zeit und beginnen direkt mit der ersten Einsendung, welche mir der Zufallsgenerator ausgelost hat und die kommt von Nurax mit seinem Festival Grand Prix in der Version 2.0. Moin Ray, da ich wie du ein großer Fan von Simracing bin, hatte ich die Idee, eine Rennstrecke zu bauen, um auch in Horizon längere Rundkursrennen fahren zu können. Natürlich ist beim Festivalgelände der perfekte Spot für diese Idee und so habe ich die alte Rennstrecke wieder zum Leben erweckt. Die Strecke ist sehr kurvenlastig, die etwas engeren Kurven sind mit grünen Richtungspfeilen beschildert. Für das Rennsport-Feeling empfehle ich dir den Ferrari Nummer 25 Corse Clienti 488 Challenge. Einige Ecken sind noch nicht perfekt, aber ich werde weiterhin an der Strecke arbeiten. Von Mauern würde ich mich fernhalten, da man aktuell noch sehr gerne hängen bleibt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinschauen und vielen Dank für deinen wahnsinnig guten Content. Liebe Grüße, Dominik. Ja, Dankeschön fürs Kompliment. Freut mich natürlich zu hören. Und ja, den Ferrari habe ich mir natürlich wieder mal geschnappt und ich würde sagen, wir verlassen natürlich auch gleich hier den Vorhof unseres Häuschens und geben den beigelegten neunstelligen Freigabecode ein. Und ja, ich wiederhole mich bei jeder RTDS-Ausgabe, wenn du natürlich auch diese Strecken nachfahren möchtest. Und dazu lade ich dich recht herzlich ein. Dann kannst du das genau auf demselben Wege tun. Und dann kannst du nämlich hier auch Freigabecode und das einfach eingeben. Ist der schnellste Weg, die entsprechenden Strecken zu finden. Und es sind tatsächlich 4 Sechsen, okay, und 3 Zweien. Das ist ja auch ein ganz geiler Code. Okay, rein da. So, dann müsste es gleich angezeigt werden. So ist es. Wunderbar. Und da haben wir das Fahrzeug. Ja, da bin ich mal gespannt. Klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Ich meine, dieses, ne, Rennstrecke und Festival und so weiter, haben wir jetzt schon öfters gehabt. Verschiedene Ansätze. Wirklich komplett verrückte, gute Ansätze bis hin zu eher dezenteren Ansätzen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Und ich meine, wenn er schon Version 2.0 schreibt in den Titel, dann gehen wir ja schon davon aus, dass da schon natürlich ein bisschen mehr dran gearbeitet wurde. Ich bin gespannt. So, wir haben auf jeden Fall gleich auch ein Rennen gegen die drei Vatare. Mal gespannt. So, ne? Ja, hier mit Wald und so weiter, mit bisschen Bäumchen am Start. Damit arbeitet man eh, finde ich, viel zu wenig, obwohl man eben mit so einer Vegetation ja schon echt geile Feelings erstellen kann. Ich jetzt nicht so geil mit der nassen Straße, wenn ich hier mit Slicks unterwegs bin, aber dafür kann ich Strecke nichts. Okay, ist auf jeden Fall eine sehr... Oh Gott, okay. Ja, er hat gesagt, grüne Richtungspfeile. Sollte ich mal ein bisschen drauf aufpassen. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr mauerlastige Strecke, um das mal so zu sagen. So Monaco-Feeling, wenn man so möchte. Also ist nicht jetzt groß mit Curbs oder so gespielt, sondern mehr, ja, so Stadtstrecken-Feeling. Was vollkommen okay ist. Ich meine, man darf ja auch nie, beziehungsweise, ich erinnere mich da auch so ein bisschen zurück, als ich die PXA-Teststrecke gebaut habe und ja auch so viele Mauern platziert habe, hat dann auch jemand im Livestream geschrieben, ja, das ist ja fast wie bei Bathurst, ja, und es stimmt. Also Bathurst, eine offizielle Rennstrecke, oben auf dem Berg hast du auch Mauern links, rechts die ganze Zeit, ja, und so ähnlich ist es ja dann auch. Und natürlich gibt es Rennstrecken, die so ein bisschen mehr Mauern haben. So, okay. Ja, hier kann man mittlerweile, da als Tipp, kannst du mittlerweile auch diese Asphalt-Unterbodenschicht verwenden. Da musst du kein Holz verwenden. Da natürlich jetzt auch nochmal erwähnt, ne, also die Einsendung, da sie ja per Zufallsgenerator ausgewählt werden, können natürlich Einsendungen drankommen, die schon ein bisschen länger eingesendet wurden und welche, die aber auch schon ganz frisch eingesendet wurden. Also wenn du ganz viel Glück hast, kann sein, dass du was einsendest. Und schon in der nächsten Ausgabe bist du dran. Es kann aber auch sein, dass du schon was eingesendet hast seit Beginn des Formats und deine Strecke kam noch nie dran. Ja, also das ist wirklich dem Zufall geschuldet. Da mache ich keine Konsequenzen, sage ich mal, oder beziehungsweise keine Abstriche, sondern das entscheidet ganz allein der Zufall. So, jetzt haben wir uns mal ein bisschen vorbeigerutscht, ja, im wahrsten Sinne. Ja, also sagen wir es mal so. Es ist zwar schön, dass du die Straße so ein bisschen nass gemacht hast, aber dann empfiehlst du mir den 488, der mit Fullslicks daherkommt. Ich weiß ja nicht, ob das die geilste Kombination ist. Ich denke, das wird um einiges mehr Spaß machen, wenn die Straße trocken ist. Also, ne, natürlich kann eine Rennstrecke nass sein, nicht falsch verstehen, aber da würde man bei solchen Autos normalerweise Regenreifen draufziehen und die haben wir halt leider im Spiel nicht direkt. Im Prinzip die Semislicks sind unsere Regenreifen, wenn man so möchte.
Ja, aber wie gesagt, Strecke ist cool. Also ich finde, das sieht wie aus einem Guss aus. Das würde ich ja noch anpassen, diese Holzpaletten, sage ich jetzt mal, mit diesen Asphaltuntergründen zu ersetzen, die es ja jetzt mittlerweile gibt. Ansonsten, Checkpoints sind gut platziert, soweit ich sehen würde. Hier, die Stelle könnte man vielleicht auch wirklich mit etwas Curb-ähnlicherem ersetzen. Da haben wir ja mittlerweile auch schon geile Ansätze gesehen. Ansonsten sieht es cool aus, auf jeden Fall. Klar, man könnte jetzt noch den nächsten Schritt gehen und so eine Art Boxengasse bauen und so weiter. Und ja, also das könnte ich jetzt noch so ein bisschen mitgeben. Aber der Ansatz ist geil. Es sieht, wie gesagt, aus einem Guss aus. Dieser rote Faden oder der güldene Schnitt, wie ich es ja auch gerne nenne, ist auf jeden Fall zu erkennen. Strecke ist nicht unnötig lang, hat nicht unnötig schwierige Passagen. Das ist nur diese eine etwas engere Rechtskurve, was völlig okay ist. Rennstrecken sollen ja natürlich auch solche Spots haben. Also von dem her, der Ansatz finde ich cool und ist auch eine weitere neue Interpretation einer Rennstrecke. Ja, in diesem Format und deswegen vielen Dank, Nurax bzw. Dominik, für diese Einsendung. Und apropos Boxengasse. Die nächste Einsendung kommt von einem bekannten Namen und zwar von nur 24-Stunden-Racer. Und ich habe mir den Text ja schon mal durchgelesen. Ja? Ich musste ja diese Grafiken erstellen. Was jetzt kommt, ist erstmal eine Wall of Text. Ich kündige es jetzt schon mal an. Und ich kündige auch schon mal an, dass ich mich bestimmt hier oder da mal versprechen werde. Aber was er da jetzt schreibt, das ist interessant. Da freue ich mich jetzt gerade richtig drauf. Aber ich lese mal vor. Und zwar hat er sein Fuel Management Simulation eingereicht. Folgende Situation. Stell dir vor, du wärst Rennfahrer. In einer Liga der PXHC-TAR. PXHC Community Team Ausdauerrennen. Mit GT-ähnlichen Fahrzeugen. Es gibt Fahrer, die gehen sehr sparsam mit ihrem Tank um und verbrauchen weniger Sprit als du und stehen entsprechend kürzer beim Nachtanken. Jetzt fordert dein Team von dir, dass du auf der nächsten Strecke im Rennkalender einen Testrun machst. Tatsächlich war, jedenfalls Stand 18.07.22, mit 20 Liter im Tank sollst du 5 Runden absolvieren im Rennen, die meisten mit ca. 4,1 Liter pro Runden gerechnet, du hast 4 Liter pro Runde. Dabei sollst du dann auch noch innerhalb 103% der erwarteten Topzeiten bleiben. Für dieses Ziel muss deine durchschnittliche Runde unter 1,18,2 liegen, deine Gesamtzeit unter 6 Minuten 32. Um das zu erreichen, muss man in Horizon Lift and Coast einsetzen. Shortshifting oder Halbgas erhöhen leider den Spritverbrauch. Da ganz kurz eingehakt, dass Shortshifting den Spritverbrauch erhöhen kann, also auch in der Realität, ja, kann passieren. Weil das liegt aber immer an der Drehzahl tatsächlich. Also wenn du natürlich in einem Drehzahlband bist, so bei 2000, 3000 Umdrehungen und dann aber maximal Last gibst, dann kommst du erstmal nicht aus den Pötten. Also kommt natürlich ein bisschen auf den Motor an, aber dann kommst du nicht aus den Pötten und dann kann der Spritverbrauch auch höher sein. Also ich meine, klassisches Beispiel, wenn ihr ein Fahrzeug habt, was bei euch anzeigt, wie viel der aktuelle Spritverbrauch ist und ihr fahrt, sagen wir mal, eine Steigung, so ein Bergaufstück mit sagen wir mal, 3.500 Umdrehungen hoch und dann versucht es mal mit 1.500 Umdrehungen, werdet ihr feststellen, dass in dem kurzen Moment, in dem ihr an diesen 1.500 Umdrehungen seid, der Spritverbrauch auch höher ist, ja, weil ihr natürlich dann in der Regel einen höheren Gang habt als bei der anderen Drehzahl und so weiter und so fort, deswegen ist nicht ganz unrealistisch, dass es auch höher sein kann. Also Shortshifting muss schon gezielt eingesetzt werden. Wie es jetzt hier in Forza ist, keine Ahnung, da vertraue ich jetzt einfach mal auf 0,24-Stunden-Racer. Und das mit dem Halbgas stimmt natürlich auch. Ja, natürlich würde man sagen, okay, wenn ich Halbgas gebe, ist der Spritverbrauch geringer. Ja und nein, das Problem ist, im Motorsport ist es eigentlich so, dass man immer versucht, entweder Vollgas oder gar kein Gas zu geben. Ja, ist also so korrigierendes Gas oder eben Halbgas, wie er es jetzt hier nennt, um vielleicht das Fahrzeug zu stabilisieren, wird eigentlich ganz wenig verwendet und braucht man in der Regel nicht. In der Regel ist es schon so, dass man schon einfach sagt, entweder Vollgas, weil das bringt das Fahrzeug voran, oder gar nicht. Ja? Also deswegen auch das natürlich kein sinnvoller Schritt, um Sprit zu sparen. Ja? Und Lift and Coast, wie er schon gesagt hat, für alle, die sich das nicht auskennen, Lift and Coast, ich werde es eh gleich zeigen. Wir lesen jetzt erstmal weiter, bevor es eh noch länger wird, als es eh schon ist. Wo waren wir? Genau, hier. Für die Aufgabe hast du die Wahl zwischen drei Autos. Für das Tuning bitte nach meinem Gamertag suchen. Jaguar F-Type ist leicht, Aston Martin Vantage GT12 mittelschwer und Porsche 911 GT3 RS ist schwer. Die Schwierigkeitsangabe bezieht sich dabei vor allem auf den erwarteten Verbrauch, nicht auf die generelle Geschwindigkeit. Jetzt wäre da noch das Ding mit dem Überholmodus für den Motor.
Da hast du einen kleinen Leistungsschub, aber einen deutlich höheren Verbrauch. Aktivieren kannst du ihn mit der Taste, mit der du auch die Rennen annimmst. Nett gemeinter Tipp, lass es lieber bleiben. Solltest du merken, dass der Sprit nicht reicht, kannst du in der Box nach dem Checkpoint stehen bleiben, vom Gas runtergehen, die Handbremse nutzen, um etwas zu tanken. Mit platzierten Gegenständen war ich etwas sparsamer, da sie bei längeren Rennen zu Performance-Problemen oder zu einer Behinderung des Renngeschehens führen. Ein paar wenige optische Elemente, eine Boxengasse und Fahnen zum Streckenverlauf aufbereiten gibt es aber natürlich. Was? Aufbereiten gibt es aber natürlich. Okay, nevermind, ich habe das gelesen, dachte mir zwei Dinge, was die Fahrzeuge betrifft, alle irgendwie cool, aber am Ende des Tages, da ist ein Porsche GT3 S und es ist der schwierige Schwierigkeitsgrad. Ich liebe eine Herausforderung. Ich finde das mega geil. Wenn das jetzt so funktioniert, wie er es geschrieben hat, feiere ich das richtig. Also, da ist ja schon eine halbe Super 7-Herausforderung mit dabei, weil das ja wirklich jetzt eine Challenge ist. So, warte, ich wechsle das Fahrzeug vorher schon mal. Ups, Porsche will ich hin. Und das ist das Tuning hier. Jawohl. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Also, klingt echt sehr, sehr geil. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, dann geben wir natürlich auch hier den neunstelligen Code ein. Ja, auch da natürlich der Hinweis, wie ich es jede Folge sage. Den neunstelligen Code findest du in der Videobeschreibung bei der Freigabecode-Übersichtstabelle. Da stehen alle Freigabecodes nochmal aufgeführt der heutigen Folge und der vergangenen Folgen. Und auch schon wieder so viele gleiche Zahlen. Was ist heute los, ey? Einfach mal 5-7 da drin. Okay, ich bin mal gespannt. Also wir müssen eine Rundenzeit jetzt muss ich gerade mal kurz gucken auf den Spickzettel, von 1.18.2. Okay. Ich gucke mir das jetzt erstmal an. Ich kenne ja die Strecke nicht. Normalerweise als Rennfahrer kennt man ja immerhin die Strecke und weiß, was man da macht. Deswegen wird das jetzt am Anfang eh nicht gleich gelingen. Aber ich versuche es gleich natürlich nochmal. Also Lift and Coast, um das einfach mal zu erklären, ja, wie es ja eigentlich schon heißt. Man liftet und Coast, also segelt. Im Prinzip ist es so, dass man vor dem eigentlichen Bremspunkt, also Beispiel, wenn man normalerweise immer Vollgas und Bremse fährt, ja, also nur da dazwischen und eigentlich nie nichts von beiden macht, dann ist es so, dass wenn zum Beispiel man für eine Kurve einen Bremspunkt hat bei, sagen wir mal, 100 Meter vor der eigentlichen Kurve, bremst man normal. Dann ist es beim Lift and Coast so, dass du statt zu bremsen nur vom Gas gehst und nicht bremst, allerdings das nicht 100 Meter vorher, so wo der eigentliche Bremspunkt ist, sondern vielleicht so 130 Meter vorher oder 140 Meter vorher. Und dann lässt du rollen in dem Sinne. Und dann gehst du aber nicht bei 100 Meter auf die Bremse, sondern vielleicht, weil du ja schon durchs auf vom Gas weggehen und durch die Motorbremse eh schon ein bisschen langsamer geworden bist, dann vielleicht so bei 90 oder 80 Meter. Und dann hast du natürlich verzögert, indem du natürlich einfach kein Gas gegeben hast und nicht gebremst hast, aber dadurch, dass du dann durch das frühere vom Gas gehen etwas später bremsen kannst, kommst du oftmals oder verlierst du oftmals gar nicht so viel Zeit. Das ist eigentlich die prinzipielle Technik des Lift and Coast. Problem ist allerdings dabei wieder, wenn du ein Fahrzeug hast, was ohne ABS gefahren wird, kann es schneller zu einem Lockup führen. Leider. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Aber jetzt gucken wir einfach mal. Ich bin mal sehr gespannt. Wir haben den Sprit, okay. Ich kenne jetzt halt die Strecke nicht, deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Ich fahre jetzt einfach ganz normal erstmal. Dann sehen wir ja, wie der Spritverbrauch ist. So, jetzt können wir nämlich zum Beispiel rollen lassen. Jetzt einfach später bremsen. Und Gas geben. Ah, das soll wahrscheinlich die Boxengasse sein. Sie nicht so einfach aus. So, ich lasse wieder ein bisschen rollen. Na, ich gebe kein Gas, bremse. Okay, ich könnte viel später bremsen sogar. So, jetzt habe ich nämlich kurz mal Halbgas gegeben, einfach um zu stabilisieren. Ist aber natürlich nicht so schlau. Also das mit der 1.18 kriege ich never ever hin. Glaube ich. Oder? Aber Rundenzeit muss ich aber gucken, nicht Zeit. Lass wieder ein bisschen rollen. Okay, man kann mit dem GT3 schon ziemlich spät bremsen. Also hier
4 ist vorbei. Okay, also das mit der 1,18. Aber gut, ich muss ja auch fliegende Runden zählen, ne? Stehende Runden. Ist ja auch fies. So, wie viele Runden muss ich schaffen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Alle 5 Runden muss ich jetzt schaffen mit dem Sprit, oder was? Okay, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Aber wir wissen jetzt ungefähr die Strecke. Aber finde ich mal cool. Also das ist mal ganz, ganz anderer Ansatz. Also wirklich mal nicht nur eine Strecke eingereicht, sondern einfach eine Challenge. Die Strecke selber, ne, also kommen wir auch da mal drauf zurück, die Strecke selber ist auch okay, ja, weil es ist ja irgendwie noch ein Streckentestmoment, aber ich sehe jetzt einfach die Challenge mehr jetzt gerade im Fokus. Ich hoffe, das ist für euch okay. Aber Checkpoints sind okay, Strecke ist auch okay. Klar, natürlich mehr Rennstreckenfeeling wäre schon cool mit den Objekten. Jetzt weniger Lift gepostet. Schwierig, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel Sprit ich verbraucht habe. Aber ich glaube, mit den 4 Litern komme ich ungefähr aktuell hin. Die 1,18 schaffe ich aber aktuell. Boah, jetzt habe ich natürlich voll auf die Zeit geachtet. Das ist aber fies, ich kann auch nicht zurückspulen, merke ich gerade. Okay, pass mal auf. Wir starten mal ganz kurz neu. Ich weiß jetzt ungefähr, was auf uns zukommt. Die Zeit sei uns mal gegönnt. Komm, also, komm. Die Challenge nehme ich jetzt mal mit. Und ja, selber testet es auch mal aus. Die Autos hat er dazu geschrieben. Wie gesagt, Tuning findet er einfach unter seinem Gamertag. Aber mal gucken. So, also erste Runde, wie gesagt, da ist es, glaube ich, nicht so einfach. Wobei, man startet jetzt relativ einfach. Also man startet ja direkt in der Kurve, deswegen müsste eigentlich auch die erste Runde schon gehen. Aber 1,18 ist schon schwer, ey. Lego Mio. Als Tagezeit oder 18,2, ne, hat er gesagt. Aber mal gucken. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich die Bremspunkte richtig setze. Die Stelle ist halt echt fies hier. Verschätze ich mich aber jedes Mal hier vom Bremspunkt. Also ich versuche schon die ganze Zeit ein bisschen Lift and Coast zu machen, ne? Man hört es vielleicht auch so ein bisschen. Also das hat jetzt quasi geklappt mit 4 Liter, aber die Zeit halt nicht, ne? Also Zeit ist echt schwierig. Eco Mio kriegt die Runde aber auch noch nicht perfekt hin. Also es ist echt eine Challenge. Aber ich will zumindest mal eine Runde schaffen. Mal mit 1,18. Zu konzentrieren. Das war diesmal besser. Ich krieg das echt nicht hin. Also klar, er hat gesagt, das ist schwer. Aber das ist ja richtig schwer. Aber schwer hat er ja eher gemeint wegen dem Spritverbrauch. Das mit 4 Litern kriege ich hin aktuell. Aber die Zeit kriege ich nicht hin. Also selbst wenn ich jetzt nicht liften poste, ich weiß nicht. Problem ist, was ich ein bisschen mit dem Auto habe, ist ultra, ultra, ultra übersteuern, das Setup. Was ich bei einem 911 GT3 nicht begrüße, muss ich sagen. Also, ne, er hat ja einen Forza-Split da vorne hingebaut und den hat er leider meiner Meinung nach ein bisschen zu gut eingestellt.
gemeint eingestellt. Das Heck wird sehr leicht in schnellen Kurven, was ja eigentlich nicht passieren sollte beim 911er. Eigentlich baue ich da auf ein stabiles Heck. Da tue ich mich, glaube ich, noch ein bisschen schwer mit, aber trotzdem nicht. Das kann ich, wo ich mehr rausholen kann. Klar, ich bin jetzt mehr Cutten, aber das will ich ja nicht. Die Kurve ist einfach scheiße, da will ich immer zu viel. Kacke ist dann auch jedes Mal. Ja, zurückspulen darf ich nicht. Verkackt. Jetzt ist natürlich die Zeit auch für den Arsch. Ich glaube, ich habe das Ziel geschaffen. Jetzt stimmt natürlich die Rundenzeit auch nicht mehr. Der Spritverbrauch. Oh Gott. Ja, ist doch gut! Komm, mir startet nochmal neu. Ich werde natürlich jetzt nicht alle 5 Runden fahren, aber ich will es einfach mal eine Runde schaffen mit dieser 1.18. Das ist ja Wahnsinn. Und natürlich die 4 Litern, aber... Dann machen wir aber weiter mit den nächsten Strecken. Wir wollen natürlich nochmal 2 weitere Strecken angucken. Wie gesagt, könnt ihr selber mal testen, auch natürlich mit den anderen Fahrzeugen. Also wie gesagt, Spritverbrauch ist nicht das Problem. Die 4 Liter kriege ich hin. 4 Liter kriege ich hin, aber die Zeit nicht mal ansatzweise. Bin aber zu schlecht. Aber wie gesagt, das Auto ist einfach zu frontlastig. Das Problem ist, wenn halt das Heck bei einem 911er mal anfängt rumzukommen, dann ist es super unangenehm. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich bin jemand, der lieber ein ganz minimales Untersteuern hat, wie ein Übersteuern. Deswegen ist halt einfach nur Fahrstil abhängig. So, und jetzt hier darf ich einfach nicht so viel wollen immer in dieser letzten Kurve. Jetzt habe ich sogar mehr verbraucht. Keine Chance. Keine Chance. Was Zeit betrifft. Ich könnte jetzt natürlich diesen... Achso, das muss ich gedrückt halten, dieser Überholmodus. Ja, dass ich quasi... Aber ich weiß nicht, ob der Leistungssprung so viel bringt, ne? Also die Idee ist mega geil. Ich finde das echt cool, da kann man sich, glaube ich, echt damit aufhalten. Ich will euch jetzt damit auch nicht nerven. Ihr merkt schon, da ist wieder der Ehrgeiz von mir ein bisschen mit dabei. Einmal drücken nur. Aber lohnt sich ja nicht, hat er gemeint. Aber ich komme an die Zeit nicht ran. Also die Zeit finde ich echt heftig. No chance. Der Spritverbrauch ist jetzt immens nach oben gegangen. Jetzt hätte ich mal eine 18.3 oder 18.4 geschafft, aber auch das ist ja noch zu langsam. Also Respekt, also das ist echt eine Challenge. Spritverbrauch ist natürlich jetzt viel zu hoch aktuell. Wahrscheinlich auch, weil ich dieses Überholen genutzt habe. Da geht es wahrscheinlich rasant noch weg. Aber ich schaff's auch. Also, ne, selbst wenn ich nicht Lift and Coasten würde, würde ich behaupten, ich würde die Zeit nicht schaffen. Versucht zu bremsen. Ne, da gebe ich mich geschlagen. Aber geile Sache. Auf jeden Fall nur 24-Stunden-Race, eine geile Idee. Feier ich irgendwo. Ja, zur Strecke selber, wie gesagt, ein bisschen mehr Rennstrecken-Feeling. Come on. Ein paar Tribünen, ein bisschen Banden und so. Also das, wenn du dich schon die Mühe mit diesen Einstellungen machst, dann probier doch mal ein bisschen mehr noch aus. Da
Das wäre noch ganz cool. Ansonsten, klar, Checkpoints und so weiter ist nice. Ja, Zeit never. Never, never, ever. Nö, schaffe ich nicht. Zeit schaffe ich nicht. Keine Chance. Da gebe ich mich geschlagen. Aber gut, er hat auch gesagt, das ist schwer. Aber geile Sache auf jeden Fall. Wie gesagt, könnt ihr gerne selber mal testen. So, jetzt machen wir aber weiter. Jetzt habe ich zu genug Zeit verplempert. Machen wir einfach 10 Minuten länger heute. Was soll's. Gab ja die letzten 2 Tage keine Forza-Folge, weil ich leider wieder mal... Ja, mein Kopf mal wieder mal nicht mitmachen wollte. Dafür gab es halt noch 2 Rallye-Folgen, die ich noch auf Halde hatte, zum Glück. Aber nevermind, wir machen weiter. Und zwar die nächste Einsendung kommt von Tatsukan mit seiner Smaragd Version 2. Mit Version 2 haben wir es heute auch so ein bisschen. Hallo Ray, ich bin ein großer Fan der Smaragd oder des Smaragd-Rundkurses und habe mir Gedanken darüber gemacht, wie man diesen Streckenverlauf noch sinnvoll erweitern könnte. Zu beachten ist hierbei die letzte Kurve. Sie ist blind und kommt auch sehr tückisch. Ich von Fronttrieblern. Auch tückisch ist, rate ich dir von Fronttrieblern mit. Lesen ist eine Kunst, die ich manchmal einfach nicht beherrsche. Man muss aber auch dazu sagen, ihr habt immer hier so eine schöne Grafik. Ja, die habe ich nicht, wenn ich hier vorlese. Ich habe so ein kleines Textdokument und das ist manchmal gar nicht so einfach zu lesen. Egal, weiter im Text. Die A- und B-Klasse werden auf dieser Strecke ausgiebig getestet und lassen Runden nicht zu kurz oder zu lang erscheinen. Grüße. Okay, wunderbar. Ich habe mich jetzt einfach mal für den Mustang RTR Spec 5 entschieden. So, und dann gucken wir uns das doch einfach mal an. Ja, 3 Runden hat er mit 3,6 Kilometer Länge, also ist wirklich nicht so lang. Und das ist doch schon mal auch sehr gut. Das habe ich ja auch schon öfters gesagt. Man ist oftmals verleitet bei solchen Strecken, wenn man welche baut, dass man einfach viel zu schnell zu lange wird. Und meistens sind so lange Strecken gar nicht so geil. Lieber kompakt und das dann richtig schön. Das sind meistens die besseren Strecken. So, dann bin ich mal gespannt. Smaragd-Strecke Version 2. Smaragd ist ja der Rundkurs, den man ziemlich am Anfang freischaltet im Spiel. So ein bisschen unten links auf der Map. Beim Golfplatz ist es ja. Bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Okay. Eine schöne Objektplatzierung auf jeden Fall schon mal. Ja, also Objektplatzierung finde ich schon mal sehr stimmig. Also, ne, wiederholt sich, ist sehr dicht besiedelt. Es hat diesen Festival-Flair, den ich auch sage, der muss ja irgendwo auch mit aufgenommen werden, wenn man sagt, das ist die Version 2-Strecke davon. So, jetzt bin ich gespannt. Das haben wir schon fast gedacht. Da geht es links ab. Ich meine, wir hatten ja das schon mal mit dieser Smaragd-Strecke und anders, ne? Das ist jetzt auch wieder keine komplett neue Idee, aber wieder eine andere Umsetzung. Und die finde ich doch sehr angenehm. Also es, wie gesagt, hat diesen Festival-Flair, ist da. Auch so abseits, ne, diese Zelte und so weiter und so fort. Fällt mir ja doch sehr gut. Ja, was halt natürlich immer so ein bisschen fehlt, das wurde auch letztens in die Kommentare geschrieben, sind halt Zuschauer, ne? Ist halt schade, dass man keine Zuschauer irgendwie platzieren kann, dass die Tribünen immer leer sind. Ich glaube, das würde dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen mehr diese andere Atmosphäre geben. Also, was ich auch noch so mitgeben kann, ist, was ich auch in der letzten RTDS-Folge gesagt habe bei einer Strecke, ja, versuch ruhig auch alle Tribünen hinter die Mauern zu setzen. Also, die meisten hast du auch. Upsala. Manche aber stehen frei. Und ja, ich weiß, die Tribünen haben auch Banden quasi unten, aber ne, hier diese freien Tribünen, glaub's mir mal, es wirkt einfach irgendwie stimmiger, wenn auch die hinter diesen Beton Wänden sind, sage ich jetzt einfach mal. Das ist so der Tipp, den ich hier auch einfach direkt wieder mitgeben kann, also der Tipp, den ich auch letzte Woche schon gegeben habe, ne, hier hast du es gemacht, finde ich cool.
Wie gesagt, wirkt einfach stimmiger. Ansonsten Top-Strecke. Ich glaube, da gibt es bloß nicht viel dazu sagen. Schöne Objektdichte, zieht sich durch, sieht aus einem Guss aus. Erweitert so ein bisschen nochmal, ne, hier auch wieder freistehende Tribüne. Erweitert so ein bisschen dieses Festival-Repertoire. Ja. Was man vielleicht noch setzen kann, ist diese Sonnendächer, die ich auch gesetzt habe auf meiner Teststrecke, diese kleinen Dächlein. Also vielleicht noch ein bisschen mehr diese Fahnen, die es ja auch gibt, die ich auch auf der Teststrecke gesetzt habe. Ja, so zwischendrin. Das macht es einfach so ein bisschen. Lockert es ein bisschen auf, sag ich jetzt einfach mal. Aber ansonsten sehr cool. Ja? Also musst du nicht machen. Ist auf jeden Fall ein guter Fluss zu erkennen. Ja, vielen, vielen Dank für die Einsendung. Generell, Eude, vielen Dank auf jeden Fall auch für die Einsendung. Wie gesagt, wir machen jetzt auch nochmal eine vierte Einsendung als quasi Bonus, weil ich jetzt bei der zweiten Einsendung so länger gebraucht habe. Aber diese Challenge wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und ja, ich bin gescheitert. Ich gebe es ja zu. Ich kam nicht auf die Rundenzeit. Spritverbrauch habe ich am Anfang ganz gut hinbekommen. Dann habe ich natürlich versucht, ein bisschen weniger zu liften und coasten, um die Rundenzeit zu drücken, was nur semi-gut geklappt hat. Und der Spritverbrauch ging dann zu krass nach oben. Also, ja. Aber wie gesagt, dann habt ihr auch schon mal was. Ein Grund, mal das Spiel wieder zu starten. Ja, das muss ja auch mal wieder geben. Dann könnt ihr gerne auch mal die Challenge von nur 24-Stunden-Racer auch probieren. Aber ja, so ein nur 24-Stunden-Racer an sich, super coole Sache. Aber mach einfach mehr aus der Strecke. Ja. Ich meine, so wie hier jetzt auch. Das macht einfach schon mal viel mehr her. Das, so wie es jetzt ist, mit dem kombiniert und dann ist es eins mit Sternchen. So, das ist natürlich, was ich hier fahre, wieder kein eins mit Sternchen. Merk schon. Und fahren habe ich es heute nicht so. Vielleicht einfach auch nicht mein Tag. Seien wir ehrlich. Vielleicht auch nicht mein Tag. Ich fahre heute vielleicht auch einfach nicht auf meinem normalen Niveau. Ja? So, dann würde ich sagen, eine Einsendung, wie gesagt, machen wir jetzt noch obendrauf. Und natürlich, was ist das für eine Einsendung? Wer könnte denn jetzt noch drankommen? Wer kam denn heute noch nicht dran? Richtig, mal wieder eine Einsendung von Kazoo. Hat, glaube ich, 36 Strecken oder so eingesendet. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass alle auf so einem krassen Niveau sind, nicht schlecht, nicht schlecht. Also, auf jeden Fall eine weitere Einsendung von Kazoo. Diesmal Rallye Sardinien. Hey Ray, hier reiche ich noch eine Rallye-Strecke ein. Ja, was auch sonst. Sie ist eine meiner ersten und behandelt das Thema tropische Insel und Rallye. Innerhalb der Strecke ist ein kleines Showgebiet für die Zuschauer. Dann gibt es eine etwas längere Passage durch die Natur und endet in einem kleinen, engen Fischerdorf. Leider ist das Wetter nicht ganz mit auf deiner Seite, daher leider sehr nass, aber vielleicht ändert sich das im Verlauf. Achte immer gut auf die Fahrbahn, also Auto würde ich dir empfehlen, was gut zu kontrollieren ist. Mit freundlichen Grüßen, Kazoo. Ja, da habe ich mich jetzt einfach mal für den M-Sport Fiesta entschieden, dachte, so ein Standard-WRC-Fahrzeug sollte das doch ganz gut hinbekommen. Weil ich glaube, ein bisschen Feintuning habe ich da mal gemacht. Aber sicher bin ich mir nicht mehr. Ist auch egal. Das habe ich mich, oder dafür habe ich mich jetzt auf jeden Fall entschieden. Und dann würde ich mal sagen, dann schauen wir uns doch nochmal eine Rallye von, upsala, das war falsch, eine Rallye von Kazoo an. So, auch hier geben wir einen Freigabecode ein. Also heute haben wir es mit den Zahlen, die sich wiederholen. Sagen wir wieder 3, 5, das ist ja Wahnsinn. Ich erkenne was an den Zahlenfolgen hier. Und da haben wir es. Sardinien 3.0, ja. Diesmal nicht 2.0, diesmal gehen wir mal auf 3.0. So, sehr schön. Ja, aber so oder so, schön auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du mit dabei bist bei der Folge. Immer wieder lese ich auch, dass sehr viele gerade dieses Format mit am liebsten gucken, weil es halt einfach immer was Neues ist und einfach auch schön zu sehen ist, wie kreativ die Community ist, und das kann ich einfach nur absolut bestätigen. Ist für mich auch immer ein absolutes Highlight, weil ich mich mehr oder weniger hier auch zurücklehne. Natürlich nur mehr oder weniger, weil ich gucke natürlich schon hier auf alles, was hier gebaut wurde. Aber einfach, weil ich mich halt auch wieder mal mit was Neuem ein bisschen berieseln lassen kann. Ja, und Kazoo hat mir auch letztes Mal erklärt, warum er so viele Reifen
hier Stapel immer dazwischen setzt, weil ich ja gesagt habe, vom eigentlichen Rallye-Atmosphäre her passt es ja eher nicht so, ne? In der eigentlichen Rallye, die sind ja eher clean, was das angeht. Und er hat einfach gesagt, ja, ganz einfach, ich fahre die Rallyes meistens online gegen andere, beziehungsweise in einer Gruppe. Und das hat einfach nur Abkürzungszwecke, dass man einfach ein bisschen einen faireren Rahmen hat. Und ja, macht ja absolut Sinn. Also sind auf jeden Fall Multiplayer approved. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, im Prinzip müssen wir echt mal eine Multiplayer-Ausgabe machen, wo wir einfach so ein paar Ready-Stages von Kazoo fahren. Vielleicht mal an Kazoo. Schreib mir mal gerne auch per Mail, wenn du willst. Mal so ein Best-of deiner, ich sage jetzt mal, 10 besten Rallyes. Oder stell mal so ein Rallye-Programm aus deinen Rallye-Strecken zusammen. Wo man sagen kann, okay, das sind jetzt 10 Strecken, die könnte man mal so in einer Multiplayer-Folge machen, so als kleines Rallye-Tournament, ja, kleines Turnier. Würde ich auf jeden Fall mal fühlen. Ich glaube, das wäre mal auf jeden Fall mal etwas anderes. Ich meine, wir können im Multiplayer eh nicht so viel machen, aber sowas dürfte hoffentlich gehen. So. Eine sehr schnelle Rallye. Boah. Ja, im Moment sage ich es. Verkack. Lass mich wieder rein. So. Thema hat auf jeden Fall so ein bisschen aufgegriffen, einfach halt durch die Wettereinstellung schon. Macht aber Spaß zu fahren. Ich meine, der M-Sport Fiesta, der ist natürlich eh nice zu fahren. Nein, ich verpasse den Checkpoint. Ja, hab ihn. Weiter geht's. Ja, aber was soll ich zu Kazoo-Strecken noch sagen? Ich glaube, da wurde einfach alles gesagt. Das Niveau ist hoch. Sie sind alle auch im ähnlichen Stile irgendwo, was ja auch cool ist. Also der Wiedererkennungswert ist da. Also mir fällt da jetzt bloß nicht viel dazu ein. Ah ja, guck mal, da wird das Wetter tatsächlich besser. Guck mal an. Ja, aber auch eine geile Rallye-Etappe auf jeden Fall. Ich sehe schon auf der Minimap, jetzt wird es nochmal richtig anstrengend. Also. Wo ist denn der Gebetsbuchvorleser, wenn man ihn braucht? Ja, und apropos Rallye, ich habe es ja gerade eben schon so ein bisschen angedeutet. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen. Aktuell auf dem Kanal wieder ein bisschen mehr Rallye. Ich spiele gerade aktuell WRC Generations. Macht mir unglaublich viel Spaß. Also gerne auch das Let's Play auschecken, wenn ihr ein bisschen mehr Rallye sehen wollt. Und ich weiß noch nicht, wann genau, aber auch hoffentlich recht bald werde ich dort dann auch mal eine Karriere beginnen. Ich glaube, dann wird es auch richtig interessant. Deswegen gerne auch da reingucken. Nicht nur Forza immer gucken. Auch die anderen Projekte kann man ruhig mal eines Blickes würdigen. Ja, ich mache halt natürlich gern 180 Grad, genau. 360 Grad Wendung. So. Rein. Let's go. Ja,
Ja, dadurch, dass halt manche Checkpoints so eng sind, ne, ist mir jetzt ja zweimal genau das halt passiert, dass ich dran vorbeigefahren bin. Das ist halt immer die Gefahr, wenn man die Checkpoints halt so platziert, wie halt Kazusi zum Teil platziert. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist so das Einzige, was nicht meinem Geschmack trifft. Ich fände es auch geiler, wenn die Checkpoints halt so sind, wie ich es ja immer auch sage, in die Scheitelpunkte rein. Auch bei solchen Strecken. Gerade mit dem Hinblick, wenn man upsala, das auch Multiplayer fahren möchte. Fände ich es eigentlich besser. Aber ja. Ich weiß ja, dass es so ist. Und habe ich schon oft genug erwähnt. Das ist das Einzige, was ich halt persönlich dran kritisiere oder nicht so mag. Aber wenn das Einzige ist, dann sei es geschenkt. Wieder einmal finde ich eine geile Rallye-Etappe. Macht immer wieder Spaß. Und ansonsten, ja, habe ich alles, glaube ich, eigentlich schon gesagt in der heutigen Ausgabe. Checkt auf jeden Fall die eingesendeten Strecken aus. Vielen, vielen Dank an alle, die heute was dran kamen und was eingesendet haben. Dankeschön an alle, die natürlich auch in der Vergangenheit schon was eingesendet haben. Und natürlich auch die, die jetzt noch nicht dran kamen. Aber trotzdem vielen Dank für eure Einsendungen. Ich habe es schon mehrfach gesagt. Okay, was ist mit dem Wetter los? Ja, ohne euch wäre dieses Format definitiv nicht möglich umzusetzen. Deswegen vielen, vielen Dank und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir ja an dieser Stelle eine fantastische weitere Restwoche und ich hoffe, wir hören uns bei der einen oder anderen Let's Play-Folge, auch wenn sie vielleicht nicht Forza Horizon ist. Auf jeden Fall aber wieder. Mach's gut und bis dann. Ciao!